Der Friede und die freundliche Zuwendung dessen, der da war, der da ist und der da kommt, seien jetzt mit uns allen. Amen. Liebe Online-Gemeinde, schön, dass ihr auch am Sonntag Rogate betet, wieder mit dabei sind. Wenn wir hier so miteinander feiern, wie es in diesen Zeiten eben möglich ist. Mit dem Chorraum unserer Kirche hier verbindet jeder ganz persönliche Erinnerungen an den Unterricht, an Kirchenkaffee und Aperos und andere zahlreiche Veranstaltungen. Eben so vielfältig wie die verschiedenen Locations von Kirche ist auch unser Gemeindeleben. Und wird es hoffentlich Step by Step auch bald wieder live werden. Unser 2-Monats-Loblied reicht ja bis Ende Juni und schlägt uns damit eine Brücke in eine vielleicht andere Zeit. Nun aus der Bergpredigt, aus dem Matthäusevangelium im 6. Kapitel, die Worte vom Beten. Wenn du aber betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Sie meinen nämlich, sie werden ihrer vielen Worte wegen erhört. Tut es ihnen nicht gleich. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe er ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das Brot, das wir nötig haben, gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben jenen, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Liebe Freundinnen und Freunde in Christus, diese Zeit ist die Zeit der Experten.
Es wird viel diskutiert über richtige Abstände, offenbar je nach Land verschieden, Masken ja oder nein und so weiter und so fort. Gefragt oder ungefragt melden sich weltweit echte und selbsternannte Experten zu Wort. Dabei einen Überblick zu behalten ist gar nicht so einfach. Dass dem auch mit Humor zu begegnen ist, zeigt einer der zahlreichen Sprüche, der auf meinem Handy gelandet ist. Eilmeldung. Erstmals mehr Corona-Experten als Infizierte. Vieles ist und bleibt abgesagt, aber zum Glück nicht das Lachen. Genauso wenig übrigens wie das Beten. Und dazu kommt heute ein echter Experte zu Wort. Ich kenne keinen besseren, Jesus. Wenn er nicht Experte fürs Beten ist, wer dann? Das Beten ist sozusagen eine österliche Spätfolge, wie Jubeln und Singen. Darum heißen die vergangenen Sonntage Jubilate, Kantate und dieser heute Rogate. Der Gebetsexperte Jesus stand bekanntlich Gott so nahe wie ein Sohn seinem Vater. Und darum spricht er ihn auch so an. Und ermächtigt uns, es ebenfalls so zu tun. Was er uns hier zum Gebet mit auf den Weg gibt, sind gewissermaßen Informationen aus erster Hand. So wie er mit seinem ganzen Reden und Handeln zeigt, wie Gott möchte, dass wir mit ihm und untereinander zusammenleben. In der Rede der Reden, der Bergpredigt, legt er uns Form und Inhalt des Betens ans Herz. Da ist zum einen der Hinweis auf das ganz persönliche und individuelle Gebet. Wenn du aber betest. Das soll und darf im stillen Kämmerlein geschehen. Im Augenblick ja sowieso die fast einzige Möglichkeit. Das Beten im Verborgenen entspricht dem Gott, der im Verborgenen unsichtbar ist. Da besteht dann auch keine Gefahr für theatralisches Schaubeten, das Jesus ja zuvor angeprangert hat. Gott hört alles, auch wenn es nur ein Stoßseufzer wie Ach Gott oder Herrje ist. Auch damit ist oftmals schon alles gesagt. Das gilt zum anderen auch für das Gemeinsame, das kollektive Beten. Wenn ihr aber betet. In der Kürze liegt die Würze, statt viel Lärm um nichts. Humorvoll stellt uns Jesus das vor Augen. Wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Hiermit nimmt er wohl Beschwörungsformeln aus seiner nichtjüdischen Umgebung aufs Korn, aus ellenlangen, sinnlosen, aneinandergereihten Silben. Na gut, meckern kann jeder. Man muss es auch besser machen können. Das weiß Jesus als echter Experte fürs Beten auch. Und legt uns darum neben der Form des Betens auch den Inhalt ans Herz. Ein kurzes Gebet, in dem alles seinen Platz hat, das unser Vater. Voraus schickt er den entscheidenden Satz, euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Wenn das so ist, warum sollten wir dann überhaupt noch beten? Weil es ein Gespräch ist. Ein Gespräch wiederum ist Zeichen einer Beziehung. Das gilt von Mensch zu Mensch und ebenso von Mensch zu Gott. Er möchte, dass wir mit ihm reden. Als Zeichen dafür, dass wir mit ihm in einer Beziehung stehen. Vielleicht ist uns das diese Tage besonders deutlich geworden,
wo viele Beziehungen durch eben das Reden miteinander aufrechterhalten werden. Zum Beispiel am Telefon, wenn man sich schon nicht in echt sehen kann. Diese Rede mit Gott, so fügt Jesus an, hat auch die Auswirkungen des Mit-Gott-Redens auf unser Miteinander im Blick. Das sich gegenseitig vergeben, sagt er, ist die Mitte und das Ziel dieses Gebets. Darum spricht er von der Vergebung, die wir von Gott erfahren und der, die wir anderen zukommen lassen. Gegenseitige Entschuldigung. Das ist genauso wichtig und nötig wie das Brot Tag für Tag. Um das dürfen wir bitten und im Tagesrückblick jeweils danken. Damit auch für alles, was zum Leben unbedingt notwendig ist. Und wenn wir darum bitten und dafür danken, dann wird uns bewusst, dass all das nicht selbstverständlich ist. In unseren Breitengraden geht das ab und zu vergessen. Apropos vergessen, das ist auch der Schlüssel zu der Bitte, nicht in Versuchung geführt zu werden. Bei Versuchung denken wir meistens zuerst an irgendwelche Fragen der Moral oder an Schoki oder ein Stück Kuchen zu viel. Aber um all das geht es nicht in dem Gebet, das auf Beziehung ausgelegt ist. Lass nicht zu, dass wir dich vergessen, trifft wohl am ehesten diese Bitte. Gott will Beziehung mit uns. Er will, dass wir ihn suchen, aber er zwingt uns nicht dazu. Es geschieht, dass Menschen ihn vergessen, bewusst oder unbewusst. Warum auch immer, darum ist diese Bitte nur zu verstehen mit ihrem zweiten Teil, sondern erlöse uns von dem Bösen. Damit ist all das gemeint, was uns in die Situation bringen kann, Gott zu verdrängen und zu vergessen. Drangsal, Not, Krankheit, böse Menschen sind zum Beispiel damit gemeint. Meist Unerklärliches, das uns an Gott zweifeln oder ihn vergessen lassen kann. Darum beginnt unser Gebet auch mit der ersten Bitte, seinen Namen zu heiligen, als ganz besonders uns vor Augen zu halten. Denn sein Name ist, ich bin da, für dich, für mich, für alle. Und wo Gottes Wille zum Guten für alle Menschen deckungsgleich wird mit meinem, wo ich das auch will, da kommt sein Reich, um das wir bitten dürfen, sagt der echte Gebetsexperte Jesus, bei dem Wort und Tat deckungsgleich sind. So wird jede und jeder von uns zur Expertin, zum Experten für das Gute, für Hoffnung und Freude. Das wünsche ich uns allen. Und Gesundheit. Und Geduld. Amen. Segne mich.
Barmherziger Gott, durch Christus hast du uns ins Herz gelegt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Hilf uns, dass wir ihn anrufen in unseren Ängsten und Sorgen. Dann ist für uns gesorgt. Denn durch ihn ist dir, Gott, nichts Menschliches fremd. Wir bitten dich um Weisheit und Geduld, wenn nun alles, was uns immer selbstverständlich erschien, wieder neu möglich wird, in kleinen Schritten für Kinder und Erwachsene. Sei auch bei allen Kranken und Todkranken und bei allen, die sich für sie einsetzen. Stärke die Traurigen und Verzweifelten und hilf uns, ihnen zu helfen. Mache die Dankbarkeit in uns groß, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. In einem Augenblick heilsamer Stille bringen wir vor dich, von dem du möchtest, dass wir es mit dir teilen. Und alle und alles nehmen wir mit hinein in das Gebet, das ja alles umfasst. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne uns und behüte uns. Er lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns tiefen Frieden, der alle Zeit in unseren Herzen bleibt.